Am Ende dieser Ausgabe von Ab ins Bett schlaft ihr nicht nur fantastisch, ihr werdet auch wackeln wie ein Pinguin. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett. Der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett. Es ist Donnerstagabend, ich bin Marco und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und dass ihr mit dabei seid. Auch die Mamas, Papas, vielleicht sogar Großeltern. Wir haben ja noch in einigen Teilen von Deutschland Schulferien. Vielleicht dürft ihr sogar ein bisschen länger aufbleiben oder eine Extra-Geschichte hören, das wäre doch ganz toll. Also nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang, spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann plumpst ins Bett hinein und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und ich bin mir sicher, dass ihr heute die bequemste Position findet, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Lennart und der Plitsch-Platsch-Pinguin. Lennart ist ein ganz normaler Junge. Er liebt seine gefiederten Freunde. Also keine Hühner, sondern Pinguine. Ja, die sind wirklich gefiedert. Auch wenn es so aussieht, als hätten sie ein dickes Fell, haben sie tatsächlich Federn. Die Federn sind kurz und hart und sie sehen aus wie Haare, Borsten oder Fell. Aber nein, es sind wirklich Federn und Pinguine sind tatsächlich echte Vögel. Aber etwas, was die meisten anderen Vögel können, das können Pinguine nicht. Pinguine können nämlich nicht fliegen. Dafür können sie perfekt schwimmen und tauchen. Und übrigens sind Pinguine auch ideal an kalte Temperaturen angepasst. Mit einer dicken Fettschicht und mit ihrem Federkleid schützt sich der Pinguin vor Kälte. Die Federn schließen die Luft ein und die isolieren. So, als wenn sie eine Jacke anhätten und einen dicken Mantel drüber. Und unten drunter noch einen Pulli. So ist das nun mal. Pinguine leben in der Südhalbkugel der Erde. Im Norden gibt es keine. Pinguine sehen ja fast alle gleich aus. Und sie selber erkennen sich übrigens an der Stimme. Ja, richtig, an der Stimme hören sie, wer der Partner ist oder wer zur Familie mit dazugehört. Auch ihren Nachwuchs erkennen sie zuverlässig an der Stimme. Manchmal sieht es sogar aus, als hätten Pinguine einen Frack an. Der Bauch ist weiß, der Rücken, die Flügel und der Kopf ist schwarz. Heute allerdings gibt es einen ganz besonderen Pinguin. Der lebt nicht etwa auf der Südhalbkugel, sondern der lebt hier bei uns in Deutschland. Bei Lennart, unserem Ab-ins-Bett-Titelhelden. Es war ein Donnerstagabend, es war fast der heutige Donnerstag, zumindest fühlte er sich genauso an. Lennart machte die Augen zu. In seinem Bett saß ein Pinguin. Nein, kein echter. In Lennarts Bett saß ein Kuscheltier-Pinguin. Den hatte er schon schrecklich lang. Noch lieber würde Lennart aber einmal einen echten Pinguin treffen. Und er träumt davon, wenn er die Augen schließt, eine Reise auf die Südhalbkugel der Erde zu machen, um dort endlich einen echten, wahrhaftigen, in der Natur frei lebenden Pinguin zu treffen. Am besten eine ganze Pinguinkolonie. Als Lennart aber an diesem Donnerstag die Augen schließt, da reist er nicht etwa in die Südhalbkugel. Als er die Augen wieder öffnet, war er immer noch in seinem Bett. Genau dort, wo er eingeschlafen ist. Schon fast ein wenig enttäuscht drehte er sich um. Als er sich aber umdrehte, hörte er ein Plitsch, Platsch. Tropfte da wohl etwa Wasser? Er hörte noch einmal hin und wieder hörte Lennart das Plitsch, Platsch. Es schien aus dem Bad zu kommen. Also stand Lennart auf, ging ins Badezimmer und er schaute in die Dusche. Und da stand eine Gestalt, ungefähr so groß, dass sie Lennart bis zu den Hüften ging. Ein schwarzes Gewand, ein weißer Bauch, ein Schnabel, zwei Augen. Dieses Tier kannte Lennart tatsächlich. Ein Pinguin besuchte ihn und er schien sich in der Dusche abzukühlen, denn selbst in der heutigen Nacht war es ihm viel zu warm in der Wohnung von Lennart. Plitsch, Platsch machte er jedes Mal, wenn er den Fuß hebte und wieder senkte. Durch seine großen Füße zog er das Wasser in der Dusche an und deswegen gab es immer dieses Plitsch, Platsch-Geräusch unter den Füßen. Lennart fragte, wer der Pinguin sei.
Und der Pinguin antwortete: Ich bin der Plitsch-Platsch-Pinguin. Was machst du hier? Ich komme dich besuchen, denn ich will endlich mal die Nordhalbkugel kennenlernen. Den Süden, den kenne ich schon. Das ganze Eis, der viele Schnee, das kalte Wasser. Ich möchte in die Wärme, ich möchte den Sommer, ich möchte was anderes sehen. Lennart war überrascht. Wie kann es denn sein, denn Pinguine leben doch eigentlich perfekt dort in der Südhalbkugel und dort haben sie alles, was sie brauchen. Nahrung, Essen, Trinken, Familie und natürlich kalte Temperaturen. Hier bei uns gibt es Pinguine höchstens im Zoo, sagte Lennart. Der Pinguin fragte: Was ist denn ein Zoo? Doch Lennart sagte es ihm nicht, denn er wollte dem Pinguin keine Angst machen. Na gut, lieber Pinguin, dann versuche ich dir alles zu zeigen, was wichtig ist. Ja, ich möchte den Sommer kennenlernen, sagte der Plitsch-Platsch-Pinguin. Kurz entschlossen zog sich Lennart an. Er nahm alles mit, was er denkte, was er noch gebrauchen kann, von Getränken bis hin zu Badmintonschlägern, und so ging es los. Als allererstes besuchten sie das Freibad. Nachts war das Freibad natürlich geschlossen, aber seltsamerweise stand in dieser Nacht die Tür offen, sodass Lennart mit dem Plitsch-Platsch-Pinguin einfach so in das Freibad reinmarschieren konnte. Er machte die Lichter an, das war gar nicht so schwer, der Lichtschalter war direkt neben der Eingangstür und auf einmal war das ganze Freibad hell erleuchtet. Mit einem großen Satz hüpften beide direkt vom Startblock in das Wasser. Der Pinguin war eindeutig der bessere Schwimmer, aber Lennart schlug sich auch ganz gut. Er konnte gut mithalten mit dem Plitsch-Platsch-Pinguin. Als nächstes waren sie in der Eisdiele, aßen einen großen Eisbecher. Fürchterlich kalt, sagte der Pinguin. Er musste dabei ein wenig lachen, denn kalte Sachen war er eigentlich total gewöhnt, denn das kannte er von zu Hause, denn da war auch alles kalt. Und so verbrachten sie ganz viel Zeit zusammen. Sie gingen Minigolf spielen. Sie besuchten noch einen See. Außerdem waren sie noch auf dem Fußballplatz und spielten auch noch Fußball. Ja, all das mache ich im Sommer, sagte Lennart. Als sie endlich wieder zu Hause angekommen waren, war dem Pinguin schrecklich warm. Er wusste gar nicht, wie er sich abkühlen sollte. Doch Lennart hatte eine Idee. Er räumte den Kühlschrank aus und setzte den Pinguin nun in den leeren Kühlschrank. Als er die Kühlschranktür schloss, sagte er: Ich hol dich wieder raus, du kannst hier ein wenig schlafen. Der Plitsch-Platsch-Pinguin machte es sich im Kühlschrank gemütlich, er hing sich eine kleine Hängematte in diesen Kühlschrank rein und schlief sofort ein. Mitten in der Nacht hörte Lennart wieder Plitsch, Platsch, und er wusste, das sind die Füße vom Pinguin, und damit macht er im Kühlschrank seine Geräusche. Am nächsten Morgen war Lennart ganz aufgeregt. Er träumte vom Besuch im Freibad, vom gemeinsamen Eisessen und natürlich von seinem ganz persönlichen Plitsch-Platsch-Pinguin. Lennart schaute im Kühlschrank nach. Doch vom Plitsch-Platsch-Pinguin war nichts mehr zu sehen. Er fand aber noch eine kleine. Vom Pinguin war aber nichts mehr zu sehen. Lennart fand aber noch eine kleine Nachricht. Auf einem Zettel stand: Dankeschön, dein P-P-P. Drei P's hintereinander. Wahrscheinlich stand das für Plitsch-Platsch-Pinguin. Lennart weiß genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's: Ab ins Bett, träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr.